Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Ja, ich bin jetzt endlich die Karte abgeklappert. Wie man sieht, ist oben noch etwas nicht erforscht worden von mir, weil ich durch den Seitengeheimgang gekommen bin und dann bin ich irgendwann hier gelandet. Das heißt, oben muss ich noch einmal lang, aber es sieht so aus, als wären wir da, wo wir hinwollen. Und da gehe ich jetzt mal hin. Ich hoffe, ich werde hier nicht angegriffen, aber wir sind ja hier schon quasi beim Gebäude. Ach doch, man wird hier angegriffen. Das ist nicht schön. Na gut, dann müssen wir nochmal durch die Runde hier durch. Das kriegen wir schon hin. Bin ich mal gespannt, was wir da drinnen jetzt finden. Ich hoffe, wir können da auch noch irgendwie speichern und vielleicht auch noch mal irgendwie energiemäßig uns aufladen. Okay, einen haben wir noch. Mach den mal fertig. So, ich glaube, das steckt der nicht mehr so einfach weg. So. Finden wir hier irgendwas? Nee. Okay, dann will ich da jetzt... Doch, da war doch was, oder? Nee. Dann will ich da jetzt mal reingehen. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht ja toll aus. Für die kleinen Feen. Yang ist dein Name, sagt ihr. Ihr werdet ihn uns nicht wegnehmen. Oh, Yang. Was sucht ihr hier? Verschwindet augenblicklich. Wah, Menschen. Was ist mit den Thron? Kikuichi Monji aus der Schatzkiste erhalten. Ich glaube, das ist was für Edge. Wie es aussieht. Oh ja, das ist gut. Das nehmen wir mal. Ich klaue mir einfach mal die Sachen hier von denen. Anti-Magie-Stock aus der Schatztruhe erhalten. Was ist denn ein Anti-Magie-Dings? Für wen ist das wohl was? Nö. Also was für sie hier eher, ne? Sie hat ja die Stöcker. Da ist er ja. Anti-Magie-Stock. Okay, macht die Psyche hoch und Präzision. Ich behalte aber meinen Bogen. Ich finde es cool, dass sie mit Bogen kämpft. Wir fanden diesen Mann bewusstlos bei dem Loch und umsorgen ihn seitdem. Doch er öffnet seine Augen nicht. Wir pflegen ihn mit all unserer Liebe, doch vielleicht ist unsere Liebe nicht genug. Oh, Yang. Komm, Yang. Komm mal klar. Yang ist also wieder da. Ich weiß nicht, was der hier macht, aber er ist anscheinend nicht gestorben. Das ist ja auch schon mal schön. Huch! Wieso sind wir denn jetzt wieder unter Geschoss 1? Wie? Wie kann das denn sein? Das gibt's ja nicht. Okay. Wenn ich jetzt... Was für eine doofe Höhle. Wieso ist das hier eigentlich nicht erforscht? War doch hier schon mal. Ich bin doch hier schon mal rumgeflogen extra. Hat das irgendwie nicht gespeichert oder so? Ich will immer, dass man alles sehen kann. Kannst du da mal hinfliegen? So, auf die andere Seite wäre cool. Okay, dann nicht. Ja, eigentlich könnten wir aber hier einmal schlafen, oder? Ach komm, nee. Es frisst jetzt nur Zeit. Ich fliege mal zurück zu der anderen Höhle hier. In der Hoffnung, dass das ein Eingang auch war. Oder war das nicht eine ganz andere Höhle? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ne? Das ist ja jeder... Nee. Da kann man auch gar nicht mehr rein jetzt. Oh. Was mache ich denn jetzt mit Yang? Dann muss ich nochmal woanders hin. Dann war das noch nicht das, was wir eigentlich tun wollten. Das ist ja blöd. Muss ich ja den ganzen Weg nochmal laufen. Und zwei Thronen fehlen mir noch. Und das ist wahrscheinlich der Weg, wo ich noch nicht war. Deswegen mache ich mal kurz einen Cut und klappe alles ab. Und wir sehen uns gleich wieder an der Stelle, wo wir entweder gerade eben waren bei Yang. Oder ich weiß nicht, oder woanders. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und nicht mehr in der Höhle, sondern draußen mitten im Notausgang. So, ich war nämlich so viel jetzt da drinne in dieser Sylphenhöhle und habe so gut wie alles eigentlich abgeklappert, was ich konnte. Und ich dachte, es geht da eigentlich auch weiter. Aber nein,
das ist nicht der Hauptquest, sondern so ein kleiner Nebenquest und dient wirklich nur dazu, dass man halt Dingsbums, wie heißt er denn noch gleich? Ihr wisst schon, unseren Kämpfer da unten findet im Haus, wo wir gerade waren. Und das haben wir natürlich gemacht jetzt und haben wir gefunden, damit ist das erledigt. Damit gehe ich dann hinaus und es geht woanders weiter. Gefunden habe ich in den Kisten allerlei Kram, nicht nur Äther und High Potion und so, sondern auch silbernen Apfel zweimal und, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, irgend so ein Ding, womit man halt MP und LP aufwerten kann. Und das habe ich bei Rydia gemacht, sodass es ihr jetzt wieder Soma irgendwas hieß das, glaube ich. Soma, ja, und damit ist Rydia ein bisschen besser geworden. Ich hoffe, dass das uns hilft. Jetzt wurde ja unser Flugschiff umgebaut. Das stimmt, aber ich dachte irgendwie, ich könnte woanders damit eher was tun. Man soll jetzt in den Nordosten fliegen und das tun wir jetzt. Bin froh, dass ich aus dieser Höhle draußen bin. Bin da wirklich lange, lange rumgeeiert und ich glaube hier. Hier können wir was machen, was wir tun sollen. Dann mach mal. Yeah, wir haben uns freigebohrt mit dem Bohrer. Das ist cool. Jetzt können wir aber auch wahrscheinlich immer wieder runter und hoch und runter. Überhaupt? Juhu. Okay, wo sind wir überhaupt? Da ganz unten sind wir. Ach, das ist ja interessant. Aha, aha. Wenn ich jetzt hier runtergehe, ist das ein Schokobowald? Sieht so aus irgendwie, deswegen. Nö. Okay. Nö, dann habe ich keine Lust zu kämpfen. Wir sollen jetzt wieder zur Burg zurück. Ich hoffe, dass das diese hier ist, wo wir hin sollen. Baron. Ja, die müsste es sein. Puh, und dann habe ich was gelesen von wegen Ostturm. Ist es dann richtig, dass ich überhaupt reingehe? Ich versuch's mal. Mal schauen. Guck, Baron. Oh, da sind aber auch noch Kisten. Leute, das gibt's ja gar nicht. Kisten, die ich noch nicht gefunden habe? Ist ja ein Wunder. Dann gehen wir da mal hin. Hui! Äther! Äther! Och, ist das schön. Ein Einhorn. Ich habe ein Einhorn. Phönixfeder ist auch immer gern gesehen. Hab ja auch welche wieder verbrezelt gerade eben. Okay. Okay. Nee, ich wollte nur mal gucken, ob man hier irgendwie noch weiterlaufen kann. Dann gehen wir hier. Man sieht die wirklich überhaupt nicht, diese Geheimgänge. Es ist so tricky. Es ist schon nicht schlecht gemacht hier. So, dann geht da wieder durch. Wo sind wir jetzt? Burg Baron immer noch. Ja. Okay, sind wir überhaupt richtig? Ich bin inzwischen wohl ein genauso guter Mechaniker wie Meister Sid, aber bitte verschweigt ihm, dass ich das gesagt habe. Boah. Machen wir. Der lebt ja noch. Immerhin. Ich soll in irgendeinen Keller, aber irgendwie geht's hier eher hoch grad als runter. Kann ich denn mal lang? Schon etwas verwirrend hier. Da kommen wir ja gerade her. Vielleicht hätte ich doch woanders langlaufen sollen. Das ist so verwirrend. Gibt es da auch noch eine Tür? Nee. Ja, dann nach oben und... Ach, hier geht's doch runter. Hier geht's doch runter. Hoffentlich sind wir hier richtig. Ja, es sieht schon nach unten gehen aus im Keller und so. Hallo? Also hier ist keiner. Schade. Kann irgendjemand mit uns reden? Hier erschien ja damals hier der Geist. Ein König. Ach Mann. Ja gut, dann ist das wohl nicht richtig gewesen.
Ja, wenn ich überhaupt hier überhaupt richtig bin in dieser doofen Burg. Keine Ahnung. Wahrscheinlich laufe ich mir jetzt hier einen ab und bin vollkommen falsch. Das wäre auch schön. Ostturm. Immerhin ist es ein Ostturm. Aber hier bin ich auch nicht richtig. Ich schaue nochmal nach, ob ich hier überhaupt richtig bin in der Burg Baron. Bis gleich. Da bin ich wieder und wir sind jetzt komplett woanders. Nicht mehr im Baron. Ich bin nämlich tatsächlich wieder mal zu weit gewesen. Wir sollen da zwar hin, aber noch nicht jetzt. Vorher soll es natürlich das geben, was ich die ganze Zeit schon machen soll. Danke, Sid. Jetzt können wir nach Mysidia. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum nach Baron. Woher weiß man das? Ist ja klar, wir haben ja jetzt erstmal das Schiff umgemodelt bekommen und das mit dem Bohrer, habt ihr gesehen, ist zwar komplett richtig, aber vorher geht es natürlich zum Land der Beschwörbaren, da sind wir gerade. Das ist eine Insel im Nordwesten, ich würde sie euch zeigen, aber wenn ich rausgehe, dann kommt die Sequenz, beziehungsweise das hier kommt jetzt nochmal und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich kam hier durch, als ich das Land der Beschwörbaren verließ. Wir sollten Leviathan und die anderen um ihre Unterstützung bitten. So, und wenn ich jetzt rausgehe, dann gehen die... Ja, sie gehen raus, es ist schön. Hier sind wir jetzt. Wir sind wieder unten im Zwergenkönigreich und danach geht es erst wieder in die Oberwelt. Aber schön, wir haben uns den Weg schon mal freigebohrt und den Weg zu Baron und wo es da weitergeht, wissen wir jetzt auch schon. Bin ein bisschen durcheinander hier manchmal. Ich weiß nicht, kann man jetzt hier was machen? Kann ich hier reinlaufen? Oh ja, aber sie tut sich ganz schön weh. Wir tun uns weh. Und ich habe gesehen oder gelesen gehabt, dass man, damit man sich hier nicht verletzt, kann man Leviathan benutzen. Und das werde ich jetzt gleich mal tun. Wenn wir die Viecher hier erledigt haben. Ich nehme mal an, Eisra mögen die nicht so hier oder doch oder keine Ahnung. Weiß nicht, wie stark die sind, aber wir sind ziemlich gut gepimpt. Durch meine vielen, vielen Kämpfe, die ich offline mache. Das Spiel ist unglaublich zeitaufwendig, wenn man nicht weiß, wohin. Und man versucht es ja immer doch alleine erstmal. Und ja, das zieht sich dann ganz schön hin. Also es war sehr anstrengend. Gerade in dieser Sylphenhöhle. Mein Gott. Ich werde jetzt hier mal, wenn das überhaupt geht, Leviathan nutzen. Kann man das machen? Levitas eben, genau. So, jetzt schweben wir und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Trick hilft. Ah, tatsächlich, weil sie jetzt fliegen, weil sie schweben, können sie sich nicht mehr wehtun. Das heißt, wir können schön Zeit lassen hier. Bis auf die Kämpfe, auf die ich natürlich auch keine Lust habe. Okay. Aber es gibt auch wieder neue Gegner und das finde ich auch schön. Also, wenn schon kämpfen, dann auch mal gerne was anderes. Warte, ich werde die mal erstmal, ach komm, rauf damit. Ich weiß mal wie, ich analysiere die mal. Ich weiß gar nichts über die irgendwie. Die machen tot, das ist nicht gut. Aber es geht Gott sei Dank noch daneben. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir rausbekommen über diese Dinger. Immerhin machen wir gut Schaden weiterhin. Schwächen absorbiert nichts, ne? Das ist ja toll. Dann weiter draufhauen. Wehe, du lässt mich hier sterben. So, die Viecher machen wir platt. Im Moment hatten wir Glück. Keiner ist gestorben. Aber tot ist immer so eine Sache, wenn die Monster tot zaubern können, das macht keinen Spaß. Und da geht's auch lang. Schon wieder so viel zu entdecken. Phönixfeder aus der Schatzkiste erhalten. Na Mensch. Ich gehe wieder denselben Weg einfach zurück und dann unten lang. Bin froh, dass wir uns gerade hier nicht verletzen. Das hätte ich mal in einer anderen Höhle auch schon machen sollen, hätte ich das vorher gewusst. Ging Gott sei Dank daneben. Wieso geht es immer daneben? Haben wir einfach Glück oder sind wir gut ausgerüstet?
Wir sind auf jeden Fall jetzt da, wo, wie Rydia selber sagt, sie ihre Kraft herbekommen hat, wo die Zeit ja auch anders vergeht. Vergeht jetzt für uns auch die Zeit anders, frage ich mich, weil, ne? Sie hat ja gesagt, dass das... Sie ist ja erwachsen geworden, als sie zurückkam. Weil die Zeit da ja viel schneller vergeht. Ist das nicht dann auch gefährlich für die? Krieger? Keine Ahnung. So. Geschafft. Blöd, dass der ganze Weg durch Baron komplett umsonst war. Kann man eigentlich hier durch diese Löcher gehen? Nein. Okay. Da geht's nicht lang. Aber da geht's lang, oder? Ja. Hier geht's lang. Okay. Da ist der Weg, da ist der rote Pfeil. Gut. Und weg. Und wieder neue Erfahrungspunkte. Wir werden stärker und stärker. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier auch bald die Bosskämpfe auf uns warten. Ein bisschen muss ich mich leider auch selber spoilern. Damit unser Leviathas-Zauber irgendwie aufgehört. Dann nehmen wir den gleich nochmal. Kann das Hazel eigentlich auch? Nö. Dann... Huch. Mein, so. So. Levitas. Ja. Ja, wir müssen ja nicht unnötig hier Energie verschwenden, wenn es auch anders geht. Da muss ich mich nicht ständig heilen. Ich musste mich in einer anderen Höhle ständig heilen. Das war nicht so toll. Untergeschoss 3 schon. Das ist ja schön. Das ging ja schnell wenigstens. Oh, was sind das denn für Spinnenviecher? Okay, die hauen ordentlich rein. Ich habe ein bisschen Schiss vor denen. Ja, konter mal. Mach die mal fertig. Na toll, daneben. Können wir uns gerade nicht leisten. Wenigstens eine Spinne schon mal weg. Stopp die. Ja, sehr schön. Wir haben ein bisschen Zeit, die wiederzubeleben. Phönixfeder. So. Das mache ich natürlich auch wegen der Erfahrungspunkte und geht ja gar nicht. Hier, so. Dann machen wir gleich mal Erzengel, oder? Können wir uns mal leisten. Dafür haben wir es ja bekommen. So. Jetzt geht es uns wieder halbwegs gut. Es ging aber schnell jetzt hier mit dem Tod von denen. Keine Ahnung warum. Waren das die Spinnen oder war das was anderes? Ich habe es so schnell gar nicht mitbekommen. Die heilen sich ja. Dann kann ich ja jetzt mal weitermachen mit... Wie wäre es mit... Oh ja, da ist sie auch schon. Ich mach mal Feuer, mal gucken. Erdbeben macht sie. Ich glaube, das haute ordentlich rein, ne? Ja, oh ja. Es war Erdbeben. Alles klar. Dann könnte Feuer aber trotzdem helfen. Und das tut es auch. Ist der andere Zauber noch aktiv? Die Lebenshymne? Irgendwie nicht so, ne? Hey, 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 nicht machen. Toll, da sterben die mir weg. Erdbeben, da sind die ja gar nicht für gewappnet. Boah, krass. Die Spinnen sind echt... Also ich sag mal, die Spinnenweiber. Die hauen ordentlich rein. Jetzt hat Edge ja doch keine Erfahrung bekommen. Ist ja schade. Und da ist unser Schwebezauber auch weg.
Ärgerlich. Erstmal beleben wir den wieder. Dann Vitra. So. Und dann Levitas. So. Und jetzt kommt bestimmt gleich wieder der nächste Zauber. Angriff meine ich. Wo geht's denn mal lang? Da lang. Noch schweben wir. Mach mal hier Shiva auf alle. Der ist schon mal weg, das ist gut. Da kommt Rydia und beschwört Shiva. Super. Sehr schön. Dann wieder Power Up. Geht's da unten lang? Dann möchte ich da auch lang. Hier ist eine Truhe mit einer Phönixfeder und es geht nach rechts. So schnell wie es geht. Und noch eine Kiste. Wir schweben noch. Oh oh. Komm. Da müssen wir jetzt ordentlich drauf kloppen. Ich mache hier sofort. Nee, warte mal. Nicht Titan. Das machen wir mal nicht. Wir machen mal Drache. Du betest sofort. Und klopfst weiter drauf hier. Die. Genau. Ist eine schon mal weg. Die finde ich gar nicht toll, wie die machen. Die will ich gar nicht weit ausholen lassen. So müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Jawohl. Das hat gut reingehauen. Sind wir raus aus dem Schneider. Und da ist die nächste Kiste. Monsterfibel. So. Schweben wir noch? Oder war da noch nichts? Keine Ahnung. Anscheinend schweben wir noch. Haben wir Glück? Hier können wir speichern oder so. Nein, wir werden wohin gebracht? Ach. Land der Beschwörbahn. Jetzt sind wir da wirklich. Okay. Oh, das ist ja toll. Seid ihr? Hallo? Rydia, du bist zurück? Okay. Krass. Äther bekommen. Ach, das ist ja spannend jetzt hier. Das hier ist das Land der Beschwörbaren. Unsere Heimat. Ja. Monsterfibel. Und wir werden hier wieder wohin transportiert. Wo geht's denn jetzt hin? Ach so, jetzt kann man sich hier dahin und dahin bringen lassen. Das ist ja cool. Rydia, schön, dich wiederzusehen. Okay, dann kennt die sich ja voll gut hier aus. Ein Chocobo. Hallo Rydia, was? Kommt es euch merkwürdig vor, dass ich spreche? Hat die sich verwandelt? Ist ja cool. Oh, das sieht aber aus wie ein Monster. Sind das Monster? Irgendwie ja, ne? Was ist hier? Monsterfibel. Okay. Sieht aus, als ob man das speichern könnte. Das wäre sehr praktisch. Rydia, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich brauche deine Hilfe bei einem Problem. Ist was passiert? Meine Freunde sind verreist, aber nicht zurückgekehrt. Sie sollten heute wiederkommen. Okay, wir suchen nach ihnen. Und wenn wir sie finden, sagen wir ihnen, dass sie zurückkommen sollen. Das würdest du tun? Du bist die Rettung. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnten? Einer wollte in die Wüste. Da soll es etwas geben, das Oase heißt. Und anscheinend wollte er das Wasser dort trinken. Danke, wir halten die Augen offen. Okay, das machen wir. Und hier an der Stelle werde ich natürlich speichern, weil das grandios ist, dass wir jetzt hier sind, im Land der Beschwörbaren. Und mal gucken, was es hier noch Tolles gibt. Ich werde auf jeden Fall nochmal zu den Items und so gehen und ein bisschen einkaufen gehen. Das muss ich eigentlich mit euch machen. Oder falls es euch interessiert, dann erzähle ich es euch. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Part von Final Fantasy IV. Bis dann!